Ja, meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass auch hier in Washington meine Gedanken in diesen Stunden immer auch bei den Menschen in der Heimat sind, bei den Menschen, die in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und Ihnen will ich auch von hier aus ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität schicken. Ich darf im Übrigen sagen, dass mich viele Botschaften auch von meinen europäischen Kollegen erreichen, die Solidarität mit Deutschland zeigen und uns auch Hilfe anbieten. Friedliche Orte durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe, man kann sagen eine Tragödie. Starkregen und Überschwemmungen beschreiben das als Worte nur sehr unzureichend. Es ist eben deshalb wirklich eine Katastrophe. Ich bin erschüttert von den Berichten, die mich erreichen aus den Orten, die jetzt ganz unter Wasser stehen, in denen die Menschen in höchster Not auf die Dächer ihrer Häuser sich gerettet haben und hoffentlich auch gerettet werden. Ich traue um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahl nicht, aber es werden viele sein. Manche in den Kellern ihrer Häuser, manche als Feuerwehrleute bei dem Versuch, andere in Sicherheit zu bringen. Und ihren Angehörigen gilt meine tief empfundene Anteilnahme. Und es sind so viele, um die wir noch bangen müssen. Und wir dürfen den Angehörigen sagen, es wird alles getan, um auch die, die vermisst sind, zu finden. Ich habe vorhin mit Ministerpräsidentin Dreyer und mit Ministerpräsident Laschet telefoniert. Sie haben mir von den Orten, an denen die Lage jetzt am kritischsten ist, berichtet, aber auch von dem unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren, der Polizeien, der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks und vieler, vieler anderer. Und ich möchte den Helfern von ganzem Herzen für ihren Einsatz danken, von dem wir wissen, dass er zum Teil wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Ich halte Kontakt zu dem Vizekanzler Olaf Scholz, mit dem ich heute Vormittag auch gesprochen habe, und mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Von Seiten des Bundes darf ich sagen, alles, was getan werden kann, wo wir helfen können, werden wir das tun. Dies sind für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten entsetzliche Tage. Meine Gedanken sind bei Ihnen und Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates, von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam, alles daran setzen werden, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwenden und Not zu lindern. Und diese Not wird ja auch noch eine ganze Weile anhalten. Und ich habe mit dem Bundesfinanzminister bereits besprochen, dass wir darüber natürlich auch in der Bundesregierung sprechen können, inwieweit wir dann in den Aufbauarbeiten, die zu leisten sein werden, auch helfen. Aber heute steht erstmal diese akute Situation im Fokus und die Notwendigkeit, Menschenleben zu retten, wo immer das möglich ist. Herzlichen Dank.